Hallo und willkommen, meine Freunde, zu einem nächsten Teil Planet Base. Wir sind hier ganz schön hart am Verrecken. Geht wieder hoch oder geht's runter? Nein, es geht nicht. So ein Solarmodul wurde gebaut. Hier hat einer das Modul gebaut. Das heißt, wir füllen ganz schnell diesen Speicher wieder. Über Nacht hat der Speicher nochmal gehalten. Ich hoffe, dass unser Transportbot gleich arbeitet. Der Ingenieur baut jetzt hier einen neuen Roboter, der denn hier weiter transportiert. Und wir brauchen eine neue, wo Bioplastik erstellt wird, eine neue Fabrik für Bioplastik. Hier fahren die... Oh, hier hat irgendwas gescheppert. Was kommt da an? Da kommt wieder ein neues Handelsschiff. Was hast du mit? Was bringst du mit? Lass uns schauen, was du hast. Was hast du anzubieten? Du hättest Waffen. Waffen möchte ich nicht. Was ist das? Patent für Massenspeicher. Massenspeicher möchte ich auch nicht. Nein, du hast eigentlich nicht das, was wir möchten. Also auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist. So, bau, mein Roboter, bau. Wenn der Roboter fertiggestellt ist, lassen wir den laufen, aber nicht auf Priorität. Ne? Also, ich möchte mal gerne sehen, wie es hier mit den Halbleitern aussieht. Halbleiter haben wir so gut wie keine. Hier arbeitet wieder alles. Also, unsere Krankenstatistik haben wir eigentlich gesenkt. Wobei wir neue Kolonisten brauchen. So. Das Ding dreht sich jetzt. Der Tag bricht an und wir werden jetzt diesen Speicher hier füllen und ihr seht's. Wie schnell der sich füllt. Hier, er ist gefüllt, glaube ich. Nicht ganz. Aber er füllt sich ruckzuck. Mit überflüssigem Zeug. Das passt. Und die Windturbinen arbeiten auch. Aber ihr wisst, jedes weitere Teil, was wir hier bauen, kostet uns auch ja, Wartung, ne? Und diese Wartung müssen wir erstmal verdienen. Ich möchte jetzt hier schauen, wann der erste Roboter vom Stapel läuft. Ob wir ihn denn letztendlich selbst einbauen oder nicht. Er macht einfach mal eine Pause, weil er Hunger hat, okay? Er hat Hunger. Essen, was sagt unser Essen denn? Ihr braucht ja... was brauchtet ihr nochmal, um zu essen können? Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, was haben wir? Also wir haben hier, haben wir Kuh, wir haben... Schweine und hier haben wir Hühnchen. Dann nehmen wir dich nochmal Kuh und du wirst nochmal Schwein. So, und dann fehlt uns eigentlich noch ein Hühnchen. Aber das werden wir dann im nächsten Labor vielleicht mal bauen. So. So einfach geht das. Wir haben jetzt so die Produktion. Oh, 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 was kommt da an? Komm, lass ein Kolonieschiff. Wunderbar. Also. Die haben auch ein Erbarmen mit uns, Gott sei Dank. Was kommt da an? Welche Kolonisten kommen da an? Lass uns sehen, was da ankommt. Ein neuer, was bist du? Sanitäter, sehr schön. Dann kannst du nämlich Heilpflanzen und so einen Scheiß machen. So, hier sitzt nämlich einer und hier auch. Also wir haben unser Hungerproblem jetzt weitestgehend, würde ich mal fast behaupten, in den Griff bekommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Vielen Dank, dass du da warst, mein Freund. Bring mir doch ein bisschen noch ein paar Ingenieure. Ich bräuchte ein paar Ingenieure noch. So, dann haben wir hier Ingenieure. Hier arbeiten unsere Biologen. Also wir haben noch mal das Unheil abgefedert. Ihr seht, wenn man was abreißt, kann man auch ab... Hier, siehst du, er repariert sich selber hier. Sehr schön. Also diese automatische Bot-Reparatur klappt doch besser als gedacht. So, und dann sollte gleich der nächste fertig sein. Und wenn wir denn 10 solcher scheiß Bots haben, sieht es dann wieder mal ganz anders aus, ne? So, du bist fast ready, oder? Ja. So, das heißt, du kannst jetzt wieder transportieren, den Leuten Sachen wegnehmen, bringen. Je nachdem, wo jetzt was rumliegt zum Transportieren, müssen wir mal schauen, was er jetzt macht. Er ist auf dem Weg zur Stärke. Irgendwo nimmt er sich jetzt hier Stärke. Das wird er sich jetzt hier holen.
Pass mal auf, genau. Das holt er sich jetzt und bringt es dann letztendlich hier hin. Denn hier, das Ding wird jetzt gefüllt, glaube ich. Und ihr seht es, er füllt es jetzt damit. Sehr schön. Das funktioniert. Und dafür sind die Transportroboter. Dann brauchen das nämlich nicht die Ingenieure machen und so weiter und so fort. Die können schön an den Maschinen arbeiten. Und er schraubt hier weiter rum. Und deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir Ingenieure bekommen. Ja? Also, unser Energie ist auch wirklich wieder restlos gefüllt. Dank diesem großen Solarpanel. Und ja, also, wir haben alles richtig gemacht bis jetzt. Wobei, wir müssen unser Lager jetzt hier im Auge behalten. Hier arbeitet wieder einer, hier arbeitet keiner. Es gibt noch viele Kranke, wobei die jetzt immer weiter runtergehen werden. Und den Hunger haben wir auch soweit gestillt, nachdem wir hier ein paar Dinger noch gebaut haben. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir noch ein Labor, wo wir letztendlich Trockenfleisch herholen. Und ein großes Biodrom möchte ich gerne bauen. Wir arbeiten jetzt erstmal das hier weg, dass wir wirklich Eisen genug haben. So, du bist auf dem Weg. Was machst du zum Gemüse? Also das heißt, hier liegt irgendwo Gemüse rum. Dann wird er nämlich das Gemüse holen und den Scheiß wegbringen. Seht, sehr schön, seht ihr das? So, und er soll weiter hier die Roboter bauen. Denn wie gesagt, wenn wir 10 Stück davon haben, dann können unsere Leute was anderes tun. Dann brauchen die nämlich hier nämlich selber nicht schleppen. Und hier die Roboter sind natürlich viel, viel schneller. Deswegen baue ich die immer liebend, liebend gerne. Ja, und dann werden wir sehen, wie wir das hinbekommen halt, ne? Also, sehr schön, sehr schön, sehr schön. In der Mine arbeiten sie wieder, jawohl, die Mine arbeitet auch wieder. Kein Auftrag für dich, oder doch, du hast bestimmt auf dem Weg zum Gemüse. Okay, er bringt wieder das Gemüse weg, das ist doch sehr gut. Das wird er wahrscheinlich jetzt hier in so einem Automat bringen, weil der Automat noch nicht gefüllt ist. Ich gehe mal davon aus, er bringt das Erz weg. Er packt da Gemüse rein und ich schätze mal, er bringt es in so ein Gerät hier. Genau, seht ihr, hier in das Gerät bringt er das Gemüse, damit hier gefüllt werden kann, ne? Also Essen nachgereicht werden kann. Das funktioniert außerordentlich gut und das gefällt mir. Und unser nächster Roboter wird gleich fertig sein, meine Freunde. Und da schauen wir mal. 100% gleich fährt er und dann kann er auch wieder mitarbeiten. So, da ist er fertig. So, der nächste Transportroboter CR4 ist am Start. Ah, ist das herrlich. Das macht so viel Spaß, wenn man sieht, dass man letztendlich was geschafft hat. Das freut einen. Das freut einen. Oh, wirklich sehr. Aber hier knallt es auch. So, du bist auf dem Weg zu... Was machst du? Essensfertiger. Okay, er bringt das Zeug zum Essensfertiger. Bioplastik. Wir sollten gucken, dass wir Bioplastik bekommen. Beziehungsweise unser nächster Schritt war ja jetzt Biodrom. Und vielleicht ein neues Lager. Weil dieses Lager wird sich jetzt ganz schnell füllen. Aber gut, wir sind bei 30%. Dann geht es noch. Die brauchen aber ziemlich weit... Oder die gehen ziemlich weit weg. Aber Ersatzteile, guck mal, wie viele Ersatzteile wir jetzt wieder haben hier. Das passt doch wirklich. Und unsere Roboter arbeiten hier schön, füllen die Maschinen und können hier so arbeiten. Ah, das ist richtig herrlich. Das macht mir wirklich Spaß, hier zuzusehen. Hier arbeitet die Maschine wieder für Ersatzteile. Hier arbeitet der für Dingens. Und hier kann jetzt gleich wieder gefüllt werden. Hier ist schon ein Eisen drin. Er kommt wieder mit Bioplastik. Und dann wird wahrscheinlich gleich, noch ein Halbleiter geholt werden. Irgendeiner wird jetzt Halbleiter holen. Dann müssen wir mal schauen, ob nicht ein kleiner Roboter schon weg ist. Er ist auf dem Weg zum Gemüse. Irgendeiner wird doch hier jetzt den Halbleiter wegholen. Da schauen wir mal, wer den Halbleiter denn letztendlich hier wegholt, um den nächsten Roboter zu starten. Ja, da kommt ja sogar schon einer. Er war schon auf dem Weg. Und da seht ihr, und da wird direkt der nächste Roboter gebaut dann später. Ja, also das ist doch richtig, richtig gut. Und das gefällt mir richtig, richtig gut, was wir jetzt hier veranstaltet haben. Was mir noch nicht so gut gefällt, ist, dass wir jetzt so viele Verletzte haben. Aber das werden wir im nächsten Part in Angriff nehmen oder in den nächsten Parts. Dass wir hier den Hunger stillen. Wir haben jetzt viele Roboter, die hier rumflitzen, keine Frage. Und unsere Ingenieure können jetzt an den Maschinen bleiben. Aber wir müssen schauen,
dass wir hier, oh, da ist der nächste vor Hunger umgefallen, wieder ein Biologe. Also Biologen sind jetzt Pflicht, dass die jetzt langsam wieder kommen, sonst kriegen wir nämlich ein Essensproblem, wenn sich keiner um die Pflanzen kümmert, ne? Gut, aber das, wie gesagt, meine Freunde, machen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin zugesehen habt und würde mich freuen, wenn ihr denn wirklich zum Schluss nochmal hier einen Blick mit mir auf unser Labor werft, auf unser schönes Essensding und ja, letztendlich denn wieder dabei seid. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, ciao und bye bye.